Ja, moin, ihr Lieben. Sonntagmorgen-Talk. Was für ein Wetter. Es geht bergauf Richtung Sommer. Ja, ich habe einen Satz gelesen und einer hat es auch in den Kommentaren geschrieben, nach dem Motto, bleib in deinen Bildern authentisch. Und ich finde, das ist schon ein hochinteressanter Satz, über den ich viel nachgedacht habe, gerade so in den letzten Wochen. Was bedeutet Authentizität als Person und transportiert man das in seine Bilder? Von daher, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, quatsche mal drüber, mal eine Meinung. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Was für ein Wetterchen, 9 Uhr, Sonntagmorgen Talk. Hab mich mal in den Garten verzogen, weil Ruhe. Und ich finde ein hochinteressantes Thema, Authentizität. Und projiziert man das in seine Fotografie? Sollte man das tun? Wie ist denn so der Ansatz? Und ein Thema, ja, ich habe mal darüber nachgedacht. Bleib in deinen Bildern authentisch. Was bedeutet das denn so? Und habe da für mich so eine Antwort gefunden. Weil ich mittlerweile mich in meinen Bildern wiedererkenne, nicht in dem Bildstil, sondern in der Art, wie ich als Mensch bin. Denn ich glaube, so bei meiner Fotografie mit den Schwarz-Weiß-Bildern und diese Szenen, ich würde das ja nach wie vor immer noch nicht als Street-Fotografie bezeichnen, passt das schon ganz gut zu mir. Denn ich habe ja mal ursprünglich angefangen, viele Landschaften zu fotografieren, und sehr knallig zu fotografieren und teilweise dadurch für mich auch sehr unruhig zu fotografieren. Habe ja dann diese Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie entdeckt. In den Szenen, so wie ich sie darstelle, ist ja immer doch reichlich Raum, dieser respektvolle Abstand zu Personen. Ich weiß, viele schreiben ja nach wie vor immer noch, wie ist das so mit den Leuten? Gab es da schon Theater? Fragst du die? Nee, weil ich habe ja immer einen gewissen Abstand zu meinem Motiv und sehe das immer als Gesamtszene, ob das Silhouetten sind, viele Menschen von hinten. Ich denke, das wisst ihr bei meinen Fotos. Und ich will nicht sagen zurückhaltende Art oder respektvolle Art oder auch teilweise etwas distanziert mit Abstand, passt schon ganz gut zu mir. Und deswegen fällt mir diese Art auch nicht so schwer. Und von daher ist das schon authentisch. Also authentisch wäre für mich zum Beispiel sicherlich nicht, vor irgendwelche Menschen zu springen, im Abstand von 2 Meter, die zu fotografieren, weil auch so ein Typ bin ich nicht. Und von daher denke ich mal, ist das schon ein sehr guter Satz, dass man sich in Bildern wiedererkennt, wie man selber als Typ ist. Würde mich auf jeden Fall mal eure Meinung zu interessieren. Wie seht ihr das? Ist das nachvollziehbar oder was heißt für euch authentisch in den Bildern bleiben? Sorry. Von daher ein Ansatz, über den man mal nachdenken kann. Wie ist das bei einem Landschaftsfotograf? Wie ist es damit authentisch sein? Kann authentisch sein auch heißen, dass man sich nicht verstellt, dass man nicht etwas kopiert, was man nicht ist? Also, oder heißt authentisch vielleicht auch eine Szene so aufzunehmen, wie sie tatsächlich ist, nicht zu stark zu bearbeiten, nicht zu stark zu verfälschen? Ich glaube, das ist schon, wenn man mal drüber nachdenkt, ein interessantes Thema. Und das bringt einen auch weiter. Und mir viele Bilder mal so vor diesem Video angeguckt und habe wirklich mal geguckt, bist du das? Passt das so zu deiner Art? Und habe dann wirklich festgestellt, ja, also die Bilder, die mir auch am besten gefallen, wo eine gewisse Ruhe herrscht, wo auch eine gewisse Dramatik herrscht, wo auch so ein bisschen Stille herrscht in dem Motiv, das passt schon ganz gut, vielleicht weil ich auch eher Norddeutscher bin, also weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ein Ansatz, der zum Nachdenken anregt und wie gesagt, mich würde wirklich mal interessieren,
Wie würdet ihr diesen Satz interpretieren? Bleib authentisch in deinen Bildern. Oder bleib authentisch als Fotograf. Hat das vielleicht auch damit zu tun, so einen roten Faden in seine Fotografie zu integrieren und nicht wild durcheinander zu fotografieren? Also ein Thema, wo man sicherlich drüber diskutieren kann. Also ich konnte auch, als ich drüber nachgedacht habe, von meiner musikalischen Vergangenheit her, da konnte ich dann mehr damit anfangen. Also Authentizität, authentisch sein, wenn ich als Rockschlagzeuger Jazz spielen sollte, habe ich das sicherlich irgendwie hingekriegt, aber das war tatsächlich nicht authentisch, weil das war ich nicht. Und von daher versuche ich halt auch zu fotografieren oder Dinge zu fotografieren, die zu mir passen und vom Stil her, wenn ich jetzt anfangen würde, Makrofotografie, Blümchen, Hunde, Katzen, auch das Thema Porträtfotografie, was ich ja sehr, sehr gerne lernen möchte und mich da entwickeln möchte, merke ich, habe ich auch schon ein paar Versuche gemacht, war okay, aber ist jetzt nicht so zum Veröffentlichen, weil da habe ich mich noch nicht so drin wieder gesehen. Also von daher, schreibt mal eure Meinung. Bleibt in euren Bildern authentisch. Fand ich einen hochinteressanten Satz. Und wie gesagt, sagt mal eure Meinung. Schreibt mal, wie ihr das interpretieren würdet. Geht ihr da so ran? Authentizität, roter Faden, künstlerischer Ansatz. Sollte man das haben? Finde schon. Und da bin ich jetzt mal auf euer Feedback gespannt. Vor allen Dingen, tauscht euch mal aus. So allgemein bei diesen Videos finde ich auch immer hochspannend, wenn ihr praktisch untereinander diskutiert. Ich lese das ja auch immer. Und Sonntagmorgen-Thema. Schreibt mal. Okay, ihr Lieben, das mal als kleiner Anreiz zu einer Diskussion. Können wir auch gerne mal live machen, wenn gewünscht. Ich denke, wäre mal ein gutes Thema. Und ich bin sehr neugierig, was ihr dazu schreibt. Also, werdet und bleibt gesund. Macht was Schönes. Und nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen motivierenden Worte und Kommentare, gerade der letzten Wochen, ihr Lieben. Okay, wir sehen uns und hören uns. Tschüss.